Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Der letzte Spieltag, der 17. Spieltag, hat schon viele Überraschungen mit sich getragen. Aber wird auch der 18. Spieltag wieder für viele Überraschungen, für viele geile Ergebnisse sorgen? Das besprechen wir heute in diesem Video. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch gerne meinem kostenlosen Discord beitreten. Ist kostenlos. Außerdem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr noch ein Like und ein Abo dalassen würdet. Aber jetzt geht es weiter mit dem Video. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Freitagsspiel Mainz 05 gegen Eisern Union. Ja, Union hat tatsächlich letztes Spiel einen Punkt gegen Freiburg mitnehmen können, was eine starke Leistung war. Denn Freiburg ist auf Tabellenplatz Nummer 7, Union ja aktuell leider nicht so gut auf Tabellenplatz Nummer 15. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen sie es natürlich gegen etwas schlechteren Gegner Mainz 05 natürlich auch wieder auf dem Platz zeigen. Qualität haben sie, wie immer, sage ich, die gleichen Spieler. Behrens natürlich mit Bonucci wieder einen großen Verlust gemacht. Der ist ja jetzt wieder ins Ausland gewechselt. Aber mit Behrens als Stürmer beispielsweise ist das schon sehr, sehr stark. Gosens ist natürlich relativ geil, auch als natürlich Linksverteidiger bzw. vorne links. Also das sind schon gute Spieler, die man im Kader auf jeden Fall hat. Aber man muss es auf dem Platz zeigen. Aber man muss es auf dem Platz auch gegen Mainz 05 natürlich zeigen. Vielleicht mit einem Sieg am Ende. Ich glaube persönlich schon, Union wird das Spiel am Ende gewinnen. Ich sage, das Spiel geht 1-2 für Union aus. Ja, Mainz natürlich letztes Spiel auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Ein Punkt gegen Wolfsburg mitzunehmen ist natürlich auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Glaube aber einfach, Union hat die Qualität. Ich glaube, die haben auch noch die Erfahrung mit der Champions League, hat denen so ein bisschen auch noch ein bisschen weitergeholfen natürlich. Sind da natürlich raus, können sich jetzt vollkommen auf die Bundesliga konzentrieren. Ich sag, wie gesagt, das Spiel geht 1-2 für Eisern Union am Ende aus. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Ja, Freiburg, wie schon gerade eben erwähnt, letztes Spiel nur einen Punkt gegen Union mitgenommen, was natürlich nicht so stark ist. Ich denke, die wollen auch eher wieder Europa League am Ende spielen. Ja, Hoffenheim natürlich letztes Mal einen sehr, sehr starken Gegner mit Bayern München gehabt, haben dort 3-0 halt verloren am Ende. Ich glaube persönlich auch, Freiburg ist ein bisschen besser in die Rückrunde gestartet. Deswegen sage ich am Ende, das Spiel geht 2-1 für Freiburg aus. Hoffenheim hat es auch zum Ende der Hinrunde auch nicht mehr so häufig gezeigt mit einem Sieg. Deswegen glaube ich auch hier, Freiburg wird das Spiel, wie gesagt, 2-1 gewinnen. Dann kommen wir zum Fanfreundschaftenspiel Köln gegen Borussia Dortmund. Dortmund hat einen wichtigen Sieg natürlich in Darmstadt wieder mitnehmen können mit einem 0-0-3 am Ende, was natürlich sehr stark war. Ja, Köln hat auch einen Punkt gegen Heidenheim mitgenommen, haben dort aber 1-0 geführt und eigentlich müssen sie es am Ende auch über die Zeit retten irgendwie. In der 55. Minute hat dann Beck von Heidenheim dann noch den Ausgleich gemacht und die haben natürlich den Trainer rausgeworfen mit Stefan Baumgart, haben jetzt einen neuen Trainer verpflichtet. Ja, im Moment läuft es, wie gesagt, nicht so gut, haben wie gesagt auch nur einen Punkt mitgenommen, was nicht so gut ist. Das reicht nicht, denn auch die hinteren Mannschaften punkten natürlich mit Union Berlin, die wieder einen Punkt mitnehmen könnten. Bochum hat auch wieder einen Punkt mitgenommen. Also da muss jetzt Köln wirklich gucken, dass sie eigentlich das Spiel gegen Dortmund gewinnen. Sonst wird es dieses Jahr sehr schwer. Ich glaube, die werden auch alles reinwerfen, aber Dortmund ist so krass aktuell, haben Jadon Sancho verpflichtet, der jetzt schon einen Assist hat. Das war auch sehr stark von Jadon Sancho natürlich gemacht. Und insgesamt ist die Qualität natürlich deutlich besser. Ich sage, Köln wird alles reinwerfen, das wird aber am Ende nicht reichen. Deswegen sage ich, das Spiel geht am Ende 0-3 für Dortmund aus. Ich glaube, Dortmund muss natürlich auch punkten. Edin Terzic muss gucken, dass sie natürlich auch ein paar Punkte vorne holen, weil sonst wird es sehr knapp für die Champions League natürlich dieses Jahr. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Bochum gegen Stuttgart. Dritter gegen 15. Und ich habe natürlich beliebt, Gladbach hat letztes Spiel gegen Stuttgart sowas von geil gewonnen. Haben nach ein paar Sekunden schon direkt das 1-0 gemacht. Haben auch schnell schon das 2-0 gemacht durch Robin Hack in der 19. Minute und in der ersten, beziehungsweise ein paar Sekunden waren es ja nur.
Und dann nochmal in der 90 plus ersten Minute hat Jordan nochmal das 3-1 dann am Ende gemacht. Meiner Meinung nach war Stuttgart überhaupt nicht drin im Spiel in der ersten Halbzeit. Dann kamen sie sehr, sehr stark zurück, hatten viele Chancen natürlich auch. So habe ich Stuttgart eigentlich auch in der Hinrunde gesehen, dass sie sehr, sehr viele Chancen kreieren. Natürlich haben sie mit Guirassy jetzt aktuell, der verletzt natürlich ausfällt, natürlich einen bitteren Verlust insgesamt. Aber sie müssen es auch gegen Bochum zeigen, aus der Hinrunde die Qualität. Jetzt ist der Rückstand auf den Tabellenplatz Nummer 2 schon sehr, sehr groß geworden. Und von hinten drücken natürlich Leipzig und Dortmund. Also man muss schon wirklich gucken, dass man dieses Spiel gegen Bochum gewinnt. Bochum aber auch ein gutes Spiel gegen Bremen gemacht, haben dort 1-1 gespielt, haben sogar 1-0 geführt und am Ende natürlich nochmal unglücklich ein Tor reinbekommen in der 90 plus dritten Minute. Ich glaube trotzdem, Stuttgart hat ein bisschen bessere Qualität mit Undorf beispielsweise. Deswegen sage ich, das Spiel geht am Ende 2-0 für Stuttgart aus. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Heidenheim gegen Wolfsburg. 9. gegen 11. Ja, da kann ich tatsächlich gar nicht mal so viel zu sagen, weil beide haben unentschieden aus den letzten beiden Spielen geholt und beide haben irgendwie gegen den Abstieg gespielt. Heißt, Mainz 05 hatte Wolfsburg zu Gast und Köln hatte Heidenheim zu Gast. Also ich kann zu den beiden Mannschaften relativ wenig sagen und deswegen glaube ich persönlich, das Spiel wird auch am Ende unentschieden ausgehen. Ich glaube, da wird auch nicht viel Spannung drin sein. Ich sage, das Spiel geht 1-1 zwischen beiden Mannschaften aus, was natürlich für Heidenheim eine überragende Leistung wäre. Sie stehen aktuell auf Tabellenplatz Nummer 9, sind das erste Mal in der ersten Liga und insgesamt ist das natürlich eine starke, starke Saison, die Heidenheim zeigt und ich glaube auch mit dem Abstieg werden sie gar nichts mehr am Ende zu tun haben. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Darmstadt gegen Frankfurt. Ja, Darmstadt natürlich bitter untergegangen gegen Dortmund. Hatten relativ wenig Chancen am Ende. Also Dortmund hat eigentlich das Spiel schon insgesamt schon dominiert. Natürlich kam Darmstadt manchmal nach vorne, aber insgesamt hatten sie nicht so viele Chancen, wie gerade gesagt. Ja, Frankfurt letztes Spiel 1-0 in Leipzig gewonnen, was wirklich stark war. Vor allem haben sie ja noch nie in Leipzig gewonnen. Und das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Frankfurt dieses Jahr auch wieder auf Tabellenplatz Nummer 7. Ich glaube, auch für Frankfurt würde es nicht so schwer werden. Deswegen sage ich am Ende, das Spiel geht 1-2 für Frankfurt aus. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Kracherspiel RB Leipzig gegen Bayer 04, Leverkusen 1. gegen 4. Also ein besseres Topspiel könnte es natürlich nicht geben. Also das wird nochmal ein Kracherspiel. Leverkusen hat sich letztes Spiel sehr, sehr schwer getan, haben nur 1-0 gewonnen und das in der 90 plus 4. Minute. Natürlich haben sie das ganze Spiel dominiert, hatten 75% Ballbesitz und 13 Torschüsse. Also insgesamt haben sie das Spiel schon dominiert, aber sie haben die Tore nicht gemacht. Und das ist sehr, 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 sehr bitter. Und Leipzig hat letztes Spiel auch ein gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht. Insgesamt haben auch da das Spiel dominiert, natürlich am Ende 1-0 verloren. Aber Leverkusen darf sich gegen Leipzig nicht so viele Chancen leisten, weil sonst ist Leipzig da. Ich glaube trotzdem am Ende, Leverkusen ist einfach noch immer so stark, haben so geisteskrank gute Qualität mit Frimpong beispielsweise, mit Grimaldo, einer der besten Links- bzw. Rechtsverteidiger der Welt. Das sind so starke Spieler. Auch Jonas Hofmann oder Florian Wirtz. Florian Wirtz beispielsweise hat letztes Spiel bei Leverkusen gar nicht von Anfang an gespielt. Trotzdem haben sie am Ende 1-0 gewonnen. Ich glaube einfach, Leverkusen hat diese Qualität, haben es letztes Spiel auch relativ natürlich, auch wenn ein paar Wackler drin waren, am Ende gut gezeigt. Ich sage am Ende, das Spiel geht aber ganz, ganz knapp 1-2 für Leverkusen aus. Dann geht es natürlich weiter mit dem nächsten Spiel. Bayern München gegen Werder Bremen. Und Bayern muss natürlich dranbleiben an Leverkusen, sonst ziehen die den so ein bisschen davon. Aber ich glaube, Bayern wird gegen Bremen nicht so viele Probleme haben. Ich glaube, das Spiel geht sehr, 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 sehr eindeutig aus. Ich sage, das Spiel geht am Ende 3-0 für die Bayern aus. Natürlich auch das erste Spiel wieder gut gespielt. 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen, sehr konstant. Ja, Bremen hat natürlich nur einen Punkt gegen Bochum mitgenommen, haben sich auch sehr, sehr schwer getan, haben, wie gesagt, erst in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Und ich glaube, gegen Bayern wird da gar nichts drin sein. Deswegen sage ich, das Spiel geht 3-0 für Bayern am Ende aus. Und dann komme ich schon zum letzten Spiel. Gladbach gegen Augsburg. 11. gegen 12. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Augsburg dieses Jahr natürlich sehr, 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 sehr stark. Aber auch Gladbach ist jetzt sehr stark in die Rückrunde gestartet. 3-1 gegen Stuttgart gewonnen, was eine starke, starke Leistung war. Natürlich, Guirassy war nicht da. Aber insgesamt, finde ich, hat Gladbach ein so geiles Spiel gemacht.
insgesamt muss ich das wirklich mal loben. Und ich glaube auch, gegen Augsburg wird am Ende natürlich ein Sieg drin sein. Wie gesagt, ich believe immer in Gladbach. Ich sage am Ende, das Spiel geht auch hier wieder 3-1 für Gladbach aus. Dann wäre Gladbach auf Tabellenplatz Nummer 9, würden sich endlich mal einen einstelligen Tabellenplatz holen. Und ja, das würde tatsächlich mein Spieltagstipp für den 18. Spieltag sein. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.